Willkommen zurück zu einer weiteren Runde vor Ärger. Und da habe ich gleich einen Frosch im Hals. So, wir haben jetzt den nächsten Beutel freigeschaltet. Und ich möchte endlich mal ein Kraftwerk machen. So, was können wir hier jetzt noch machen? Wir können hier nochmal Zucker herstellen. Wir können hier nochmal Mayo herstellen. Wir können auch nochmal mehrere Windmühlen machen. Da wir ja jetzt sowieso mehr brauchen. Ja, Käse bringt uns jetzt nicht so viel ein. Aber wir könnten nochmal Mehl machen. Und wir könnten nochmal ein paar Baumsetzlinge machen, damit die mehr wert sind. Na? So, und wir hatten noch, das war unter Farm, den Kochtopf freigeschaltet, den ich bis heute noch nicht gemacht habe. So, Sushi. Brauchen wir Seetang und Fisch. Okay, machen wir mal. Und ich sehe schon, wir können auch gleich mehrere bauen. Kochtopf. So. Obstsalat. Beeren, Zitrone und Kaktusfrüchte. Können wir auch mal machen. Eine Suppe aus Milch und Rüben. Gekochtes Fleisch und Peperoni. Eiscreme aus Milch und Zucker. Mehl und Zucker sind Kekse. Brot und Käse sind Pizza. Und hier Käse, Brot. Ah, okay. Können wir auf jeden Fall mit viel anfangen. So, haben wir jetzt hier irgendwie einen Ofen wieder frei? Ja. Das heißt, ich kann hier den restlichen Fisch kochen. Und das Fleisch schon mal kochen. Hilft auf jeden Fall. So, einmal nochmal Kleingeld machen. Unsere Banken mal das Geld abheben. So, und hier haben wir ja auch noch vier Fäden was. Hier müssten wir jetzt auch nochmal ran. Muss ich mir jetzt aber wieder ein bisschen Schaden zufügen. Indem ich hier einfach mal durchlaufe und Wubbel Wubbel mache. Okay, ich sollte was essen. Haben wir denn überhaupt noch was zu essen? Ja, hier ein bisschen Fleisch. Haben wir schon. Es geht halt mega schnell mit dieser Schaufel. Gut. Dann, wir haben jetzt auch ein bisschen Glas. Hier mal 5. Hier mal 5. Und hier den Rest. Wir haben jetzt 55 Glasflaschen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Machen hier mal. Ja, machen wir hier mal 20, würde ich sagen. Hier auch nochmal 20. So, dann gehen wir wieder runter. Ja, hier holen wir uns nochmal alles ab. Ist halt Wahnsinn, was sie hier wirklich an Ressourcen bauen. Und hier machen wir jetzt den Rest rein. Dann geht das mit dem Öl auch ein bisschen schneller. Können wir doch ein bisschen mehr Plastik herstellen. Oder nicht? So, hier machen wir jetzt Stahl. Weil wir brauchen mehr Stahl. Und hier konnten wir doch auch Stahl machen. Aus Lavendel und den anderen Käse. Das hilft uns jetzt aber nicht wirklich. Gut, der Rohfisch. Den legen wir mal ab. Den legen wir hier mal zu. Den brauchen wir ja nicht immer. Genauso wie den Seetang nicht. Das brauchen wir auch nicht immer. Stahl eigentlich auch nicht. Das sind leere Flaschen. Die Ölflaschen könnte ich hier noch zwischenlegen. So. Sieht doch schon viel besser aus. Boah, hier geht die Ressourcenparty ja richtig los. Einmal durchlaufen bitte. Ich habe gehört, sie wollten Ressourcen. Oh, was ist hier los? Muss man schön durchlasern hier. Ganzen Untoten warten ja hier nur darauf.
So, machen wir jetzt als erstes mal deine Quest. Ich heiße Hopfrock und habe dieses Spiel gemacht. Ich frage mich, wie viel du über Vorärger weißt. Spielen wir ein Triva-Minispiel. Bei einer richtigen Antwort bekommst du eine super seltene Belohnung. Legen wir los. Wie lautet der echte Name von Prinzessin bla bla bla? Catherine of Sky bla 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 Hopfrock. Ich hab keine Ahnung. Catherine of Sky? Falsch, okay. Neuer Versuch. Was ist 2 mal 8? Gelb? 8? 40, 90. Hä? 2 mal 8 sind 16 und nicht gelb, 94 oder 8. Das ergibt keinen Sinn. Gelb. Ach, so knapp. Okay. Okay, nächste Frage. Wie viele Gegner hast du bisher besiegt? Was? Das waren Gegner? Alle? Ich bin Pazifist. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Na, eigentlich alle. Das nenne ich mal falsch. Keine Sorge, die nächste weißt du bestimmt. Was ist der Sinn des Lebens? Um Materialien zu sammeln, um Vororger zu spielen oder sowohl A als auch B sind richtig. Ja, Dito, ne? Hast du es überhaupt versucht? Nächste Frage. Wie werden Videospiele gemacht? Kaffee rein, Code raus. Durch Magie. Nerds im Keller mit Kaffee und... ja, Mo. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Kaffee rein, Code raus oder Nerds im Keller mit Kaffee und... keine Ahnung. Na komm, machen wir mal Kaffee rein, Code raus. Du hast leider es nicht gewusst. Okay. Kein Ding. Nächste Frage. Wie wirst du Vororger bewerten? Positive Bewertung? Positiv. Ich glaube positiv. Ja komm, mit Ausrufezeichen. Falscher geht's nicht? Okay. Machen wir weiter. Shovel Knight war ein bahnbrechendes Spiel. Dem stimme ich zu, dem stimme ich nicht. Zustimmung nicht zu? Was ist das? Nie davon gehört. Shovel Knight hat Spaß gemacht, ja. Wir haben ja jetzt noch den Shovel Knight Skin, aber bahnbrechendes Spiel. Also es hat mich für ein paar Stunden gefesselt. Ich gebe es zu. Also ich stimme zu. Das ist nicht einmal annähernd richtig. Dieses Minispiel liegt dir gar nicht. Wie lautet die korrekte Antwort auf diese Frage? Wahrscheinlich A, definitiv B. Nichts? Wow, so falsch. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Du bist der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Aber keine Sorge, du bekommst einen Trostpreis. Danke, dass du Vororger spielst. Hoffentlich hast du Spaß. Jo, hab ich. Minispiel. Oh, wir brauchen wieder mal einen Schlüssel. Gut, dann holen wir uns mal kurz den Schlüssel. Einen Schlüssel craften. Hier nochmal einmal kurz durchgehen. Alles leer looten. Und da ist der Schlüssel. Zeichen der Bewährung. Gut, nehmen wir jetzt nochmal XP. Um Skills. Ja, wir sollten eigentlich bald mal auf Magie gehen, aber wir könnten jetzt auch Ackerbau fertig machen. Oder gehen wir jetzt... komm, ich guck mal bei Magie. Schriftrolle des Lehrlings, Inschrift, Magie, Brillanz. Okay, das hätte ich mal vorher lesen sollen.
Das wird instant genommen. 20% mehr EP. Alchemie. Schaltet Kessel frei. Schaltet Schwerter frei. Erhöht Ausweichchance um 15%. Chancen von 50% den Angreifen Gegner einzufrieren. Schaltet Kristalle der Bewährung frei. Aha, aha. Und ich kaufe sie die ganze Zeit. Nur mal wissen, wo ich die denn herstellen kann. Also hier könnte ich sie bestimmt nicht herstellen. Aber erstmal nochmal Leder. Tycoon Geldbeutel. Dafür brauchen wir Glasfaser. Hier brauchen wir auch Glasfaser. Noch Computerchips. Aber die Computerchips brauche ich ja, um mir endlich das Kraftwerk zu gönnen. So, was haben wir hier? Nichts, was wir brauchen. Was haben wir hier? Wasserflaschen. Das können wir mitnehmen. Lavendel können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Seetang und Flaschen. Und noch einen Druiden. Bringen mir so viele Druiden überhaupt was? Ich weiß es gar nicht. Aber diesmal habe ich auch ein bisschen mehr zu verkaufen. So, das hier kannst du haben. Den Zucker kannst du mal haben. Die Eier, das Steak. Komm, die goldenen Eier kriegst du auch mal alle. Komm, das und das verkaufen wir auch mal. Na komm, Chili-Holz. Das kriegen wir auch recht schnell rein hier. Das Teil haben wir eigentlich auch schon zu viel. So. Was haben wir denn? Mai, was? Ich sehe nicht mal, wie du heißt. Any Ice Cream. Okay. Ja, jetzt haben wir noch mehr Roboter. Die auch für uns kämpfen. Alles einsammeln. Das ist einfach nur herrlich. Einfach hier mal durchrennen. Alles sammelt sich von selbst ein. Ist cool. Hä? Ah, ich kann die auch irgendwo festankern. Nee, an dem nicht. Aha. Was bringt mir das Festankern? Ich habe keinen Plan. Es geht auch nicht an jedes Gebäude. Ha. Gut, machen wir erstmal noch ein paar gekochte Fische. Nochmal ein paar Brote. Und hier hatten wir ja jetzt nichts weiter drin, was mich jetzt stark interessiert hat. Okay. Machen wir jetzt hier nochmal ein paar Flaschen. Also hier mal 10. Und hier nochmal 10. Und dann bräuchte ich eigentlich schon wieder, ja, alles andere. Und hier könnten wir jetzt mal 15 Plastik herstellen. Und damit können wir die nächste Elektronik herstellen. Das läuft doch langsam. So, wir haben auch noch genug Geld. Wir könnten uns auch mehr Land kaufen. Kaufen wir uns hier unten mal einfach ein bisschen Land. So. Was ist das da unten? Sieht alles so interessant aus. Da ist sogar noch mehr Questgeber. Ich müsste aber eigentlich oben erstmal weitermachen. Einfach zu viel hier momentan. So, machen wir erstmal hier das Land fertig. So. Hier. Hoppala. Das Land komplettieren. So, was ist eigentlich hier mit den Elchen? Tö
töte ein magisches Reh. Das hat ja übelst viel gegeben. Okay, essen wir erstmal ein paar Brote, um wieder hochzukommen. Und dann sollte ich hier jetzt mal gucken, dass ich hier jetzt meinen Bergbaulaser hinkriege. Ungefähr hier so hin. So, dann fangen wir hier mal weiter an, das Land zu vervollständigen. So. Ah, hier noch mal ein bisschen. Hier auch noch mal ein bisschen. Ah, uns geht das Land aber langsam aus. Okay, hier auch noch mal. Hier haben wir auch noch ein kleines bisschen. Jetzt machen wir hier noch den See zu. Ah, ich weiß, ich sollte was essen. Dann essen wir mal was. Was haben wir denn noch da? Wir haben noch mal Fleisch da. So. Okay, dann gucken wir, dass wir hier noch mal eine Industrie, einen Bergbaulaser hinstellen. So. Jetzt haben wir auch fast überall Bergbaulaser, ne? Gibt ja eigentlich nichts, was wir jetzt hier nicht weglasern. Da steht auch wieder einer mit einer Quest. Hm. So, machen wir hier jetzt wieder Mehl. Hier machen wir mal wieder Zucker. Und hier machen wir nochmal Mayo. Einmal Fische holen. Und Eier ernten. So läuft das doch gut. Kann ja nochmal gucken. Hier oben war ja auch nochmal einer. Ein Obelisk. Was machst du eigentlich? Bauobelisk. Erhalte Bonus-EP beim Herstellen von Items. Das kann nur ein Obelisk. Oh, guckt euch mal jetzt die EP an. Das ist ja noch deutlich besser, weil wir ja auch so viele Schmieden und so weiter haben. Sehr schön. Gut. Elektronik. Hier machen wir nochmal normalen Stahl. Was könnten wir hier hin klopseln? Hier können wir mal was backen. Hier machen wir mal ein paar Pfeile. Dämonenbogen. Ja, dafür fehlt uns ja noch alles. Machen wir hier mal ein paar Flaschen. Genauso wie hier. Mensch, ich Flasche hier. So, hier machen wir wieder Fäden. Hier machen wir Leder. Hier machen wir mal ein bisschen Königskleidung. Ja. Glasfaser. Passt doch soweit alles. Hier haben wir schon wieder den nächsten Druiden. Den kaufe ich mal nicht. Wir haben, denke ich mal, genug Druiden. Den Stahl kann ich mir aber mitnehmen. Und hier ist noch ein Druide drin. Eieiei. Jetzt wird es aber druidig. So, dann essen wir mal was. Dann kann ich eigentlich auch hier alles mal an Essen verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Dafür kriegen wir ja Geld. Dann kann ich hier nämlich den Fisch einmal machen. Und Stufe 45. Nächster Skillpunkt. Gut, mehr EP war ja schon gar nicht so schlecht. Machen wir mal Kampf. Schaltet Schwerter frei. Was haben wir hier? Schaltet Schreine frei. Bin mal gespannt, was die Schwerter machen können. Knochenschwert, ja, stellen wir mal her. Und uns fehlt fürs Kraftwerk immer noch nur ein einziger. Ey, oh Mann. Wir endlich wissen, was das Kraftwerk macht. Wir haben auch schon die Reichweite davon erhöht. Ich konnte es bis jetzt immer nicht machen.
fehlt halt immer das Plastik. Aber jetzt, da wir auch noch EP durchs Bauen bekommen, fügt Gegnern 50% mehr Schaden zu. Pieks, 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 pieks. Oh, ja. Okay, Goldschwert. Ja, easy. Machen wir gleich als nächstes. Ah, komm, komm. Mein liebes Goldschwert. Können wir hier nochmal Tierfutter knallen? Ey, das ist aber viel Tierfutter. Na, hier können wir auch nochmal alles einsammeln lassen. Hier hat, stimmt. Ich muss ja nur einfrieren, dann kann ich euch auch wegsammeln. So, so, so. Fügt Gegnern 100% mehr Schaden zu. Getötete Gegner geben Münzen. Okay. Hat aber gute Reichweite, das Schwert. So. Druidenschwert. Ja, haben wir auch alles. Mal sehen, was du kannst. Na, ihr habt ja jetzt da nicht zu lachen. Ihr werdet einfach weggeknallt. Gehen wir mal hier rüber. Auf die Insel. Sehr schön. Zeichen der Bewährung. Und Zeichen der Bewährung. Gut. Dann gehen wir doch mal ins Inventar. Holen uns nochmal EP. Und nochmal EP. Wir konnten noch irgendwo Zeichen der Bewährung auch herstellen. Ja, hier. Schaltet Kristalle der Bewährung frei. So. Hier lässt sich Feen finden. Was haben wir hier? Erhalte Ausdauer beim Töten von Gegnern. Schaltet Schreine frei, Kessel frei, schaltet Schreibtische frei. Ich denke mal, das könnte beim Schrein sein. Ich glaube. So, was haben wir hier? Bezauberung. Buffs halten 50% länger. Erhalte beim Trinken von Tränken EP. Erhalte EP beim Einsatz von Schriftrollen. Okay, auch cool. So, dann... Oh, das nächste Schwert. Füge Gegnern 150% Schaden zu. Getötete Gegner geben Kräuter. Okay, cool. Kristallschwert. Ja, das können wir auch machen. Aber ich glaube, wir kommen gar nicht erst zum Gegner töten, weil wir halt so viele Rubis haben, die für uns das Töten übernehmen. Dass wir noch nicht mal ansatzweise... Boah, was ist hier los? Was denn hier los? Habe ich nichts zu essen? Ich habe nichts zu essen. Doch, ich habe hier Fisch. So, mai euer erstmal alle kalt hier. Ich finde hier echt keine Gegner. Ah, hier. Okay, die geben aber auch alle nichts. Oder meine Rubis sind zu schnell. Gut, machen wir hier erstmal nochmal 20 Öl hier. So, 200% mehr Schaden. Dieses Schwert kann auch Ressourcen angreifen. Oh. Okay. Hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Aber jetzt müsste man hier auch noch irgendwo Ressourcen finden. Ist halt ein bisschen problematisch. Gut, machen wir erstmal hier noch die letzten Flaschen rein. Dann können wir hier nochmal ordentlich Plastik herstellen. Und jetzt fehlt mir Königsstahl. Mhm.
Machen wir 28. Dann mache ich hier auch nochmal Stahl. 19. Damit das hier ein bisschen schneller vorangeht. Hier haben wir wieder einen Druiden. Und noch einen brauchen wir eigentlich nicht. Ah ne, das ist immer noch dasselbe Zeug. Blutwut-Cocktail. Ob du mir was bringst? Ich weiß ja nicht. Hier unten vielleicht noch irgendwo Ressourcen, die ich mir mal angucken kann. Ja. Oh. Das war ja mau. Sehr, sehr mau. Gucken wir mal nach dem nächsten Schwert. Dämonenschwert. Glasfaser und Elektronik. Okay. Und hier fehlt auch Glasfaser. Hier können wir wieder Leder machen. So, hier einmal alles rausholen an Geld. Und dann wollen wir doch mal jetzt die letzten Länder noch kaufen, die wir nicht hinkriegen. Okay, hatten wir oben noch welche? Nee, ne? Ich müsste ja hier in der Statistik... Nee, drei Länder... Nee, vier Länder fehlen noch. Das müssten noch die da unten sein, oder? Land kaufen. 1, 2, 3, 4. Ja. Das sind somit die letzten vier Länder. Und dann haben wir auch alle Länder. Cool. So, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Geld. Stahl können wir uns mitnehmen. Donnertrank. Keine Ahnung. Nehmen wir mal. Wir wissen, was das macht. Stiftrolle Druiden. Stahl nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Noch einen Druiden. Wir können noch mal die Blümchen mitnehmen. Dann könnten wir hier mal aus der anderen Blumenpresse noch mal Stahl pressen. Und hier dann halt noch mal Mehl machen. Hier machen wir mal wieder Zucker. Und hier machen wir noch mal Mayo. Na? Immer die schöne Mayo. Und uns fehlt immer noch für das Kraftwerk ein Elektrum hier, wollte ich gerade sagen. Eine Elektronik. Und dafür fehlt noch ein Königsstahl. Gut, machen wir jetzt hier aber an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, ciao!